So, da sind wir wieder. Und ja, mir ist jetzt natürlich eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe, es sind Nebenmissionen. Die Hauptmission ist natürlich die Kirche jetzt fertig zu bauen auf Kathedrale. Muss ich erstmal schauen, ich habe nämlich keine Leute. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich werde jetzt erstmal meine Truppen Wie ihr wünscht. zusammenziehen. Diese Bogenschützen, die ich schon als Start zusammen habe. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Und da werde ich mal die Banditen suchen gehen. Und sehen, wie deren Lager aussieht. Dario meldet wieder Feinde. Feinde haben einen Held attackiert. Geschafft. Ach ja, Helden als Schild benutzen. Die Frage ist jetzt natürlich, da meine Einwohnerzahl ein bisschen Zahltag. beschränkt ist, wie mache ich das hier mit den Typen zum Beispiel hier drüben am besten? Da fällt mir gerade auf, Dario, trägt er die Königsrüstung? Ja, ich glaube schon. Oder? Ja. Ich dachte schon hier, wenn er die andere Rüstung hat, spielt es ja vielleicht noch vor der anderen Zeit, Wird aber gemacht. naja. Na, ich hatte doch hier. Die kommen auch noch hier Das kann rüber. ich. Eisen und Taler. Wir hatten hier eine Schmiede, genau. Oh, da ist ja schon viel veredelt worden. Da können wir ruhig ein bisschen was verbrauchen. Aber ich muss mir noch eine Kaserne errichten, damit wir auch ein paar Nahkämpfer haben. Machen wir das am besten hier in der Mitte. Machen wir das hier einfach bei dem anderen. Das ist vielleicht am Kein Problem. passendsten. So. Nun ja, die Kampagne von diesem Spiel und damit die allgemeinen Let's Plays von diesem Spiel gehen ja langsam zur Neige. Und ich muss mir langsam mal überlegen, was könnte man denn noch machen? Ich würde mich natürlich auch ein paar Vorschläge von euch freuen, auch wenn ich nicht denke, dass es jetzt wieder andere Siedler sein würden. Weil ich Es meine, ist Zahltag. hier habe ich noch Content von Story und so weiter, Dinge, die offen stehen, wo man drüber reden kann. Bei den anderen Siedlerteilen ist es ja eher so ein bisschen mehr Plane, also flache Story. Ja. Ich habe noch andere Strategiespiele, die man eventuell machen könnte, wo es eigentlich schön wäre. Aber da muss ich erstmal schauen. So, ich wollte doch die letzte Runde nochmal diese Steinvorkommen finden, die es da Ihr gab. verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Jedenfalls bilde ich mir ein, dass ich dort Stein gesucht hatte und auch irgendwo gesehen hatte. Und das war vielleicht in der Mission davor. Hier bin ich blind. 800 Stein jeweils. Aber hier stehen halt die ungünstigen Banditen, die immer wieder angreifen. Das heißt, ich muss erstmal so weit vorankommen, dass ich... Sie schaddert. halt mit den Türmen und den Feinden dann hier zur Rande komme. Fertig, Meister. Ja, ist gut. So, das denn Dario lernt sich schon wieder Feinde. Die werden jetzt aber wahrscheinlich schneller platt gehen, da wir jetzt hier mehr Bogenschützen haben.
Feinde haben einen Held attackiert. Ja! Das Gebäude ist nun ausgebaut. Zahltag. Das geht doch angenehm schnell. So, haben wir noch dich hier. Wir haben keinen Schwefel, wir brauchen das jetzt auch nicht unbedingt hier in der ersten Runde. Ja gut, dann können wir uns eigentlich einfach erstmal um die Türme. Na gut. Können wir eigentlich jetzt auch einen Trupp wieder abziehen von Bogenschützen? Jawohl. Die können dann hier aushelfen. So soll es sein. Bis ich das mit den Türmen fertig habe. Tja. Forschung abgeschlossen. Ich mach's für gewöhnlich eigentlich gerne so. Ach nee, es ist ja natürlich, dass ich gerne Speerträger als erste Kampfeinheiten verwende, weil die natürlich nicht ganz so schlecht sind, auch wenn die eher gegen Kavallerie sind. Und weil die halt Holz verbrauchen und nicht Eisen. Holz ist meistens immer massig da. Und ja, Eisen ist am Anfang immer noch so ein bisschen, na. Wie ihr befehlt. So. Wir erledigen das. Jetzt haben wir unsere Deckungstruppen hier, um dann den Turm bauen zu können. Beziehungsweise der Tag der Abrechnung. Türme baut zu. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, Sold. Türme baut abgeschlossen. Man ja immer in Zweierpaaren, weil der Turm kann halt nicht mehr auf die schießen, wenn die rankommen. Immer noch den zweiten Leibeigenen hier dazu. Ist in Ordnung. Aber ich würde gerne noch ein zweites Dorfzentrum finden. Immer wenn man so in der Bevölkerungsgrenze ist, ist das immer so. Ja, könnte besser sein, so in den Dreh rum. Die Speerträger sind besonders stark gegen feindliche Kavallerie und können in der Kaserne rekrutiert werden. Ja! Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Wie viel Schaden macht der Typ hier eigentlich? Weil der hat ja einfach unendlich Leben, ne? Eine neue Technologie ist erforscht. Na, da kommen die auch schon. Ja, Herr! Wir erledigen das! Nichts lieber als das. Aber gern. Wird gemacht, wie ihr befehlt. Ergreift sie. Ihr werdet angegriffen. Nichts lieber als das. Sofort. Wird erledigt. Na gut. Aber gern. Na, ihm geht's auch gut. In Ordnung. Ach, das ist schön. Ah, es ist Zeit. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Okay, ich habe jetzt nicht dran gedacht. Ich habe hier unten gerade gesehen, was dass würde ich jetzt geben für ein warmes, sehr viele Leute hier keine Betten haben. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Wird erledigt.
Ja, mit den paar Truppen könnten wir auch die drüben Ausbau abgeschlossen. eventuell Herr, hier man angehen. hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Gehst du denn jetzt hin? In Ordnung. Es ist aber nett von dir, dass du dich jetzt dorthin stellst. Hätte ich den Turm auch ein Stück weiter vorne bauen können. Fertig. Na gut. Dann werden wir jetzt hier erstmal noch was zum Schlafen hinbauen, weil die anscheinend das hier ganz, ganz dringend nötig haben. Wird erledigt. Der andere baut Stein ab. Weil ich das halt auch brauche. Wenn ich jetzt mehrere Türme oder sowas bauen will. Ausbau abgeschlossen. So, mal gucken, wie hat sich der Auftrag verändert. Zahltag. Okay. Das kann ich. Ja, Herr. Die Reiter brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier oben können wir auch mit hier Ja! runternehmen. Ist das nicht wundervoll hier? Ja. Das braucht auch wieder Stein, das braucht auch wieder Eisen. Ich brauche jetzt eigentlich gar nicht weiter zu forschen. Ah ja, schön. Die unterstützen den jetzt halt wieder und machen sein Leben leichter. So soll es sein. Na gut, was brauchen die jetzt noch? Buchdruck brauchen die. Jetzt ist es ja nur eine Kapelle. Willst du mich auf den Arm nehmen? Guck mal, wie viel hier frei ist. Wieso laufen die da extra dort hinter? Nee, wieso? Drei Minen. Zwei Wohnhäuser. Es ist Zahltag. Ich baue einfach mal eins aus. Das reicht nicht für die? Seltsam. Hier oben hat nur ein Wohnhaus und kein nichts zum Essen. Ja, okay, jetzt sind die hier drin. Hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt. Sowas auch. Ja. Ausbau vollbracht. So, dann. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Formiert euch! Da fällt mir ein, wir haben ja auch Darius das Land. Fähigkeit, den Adler loszuschicken. Wurde eigentlich nie erklärt, warum er durch die Augen des Adlers schauen kann. Konnte es einfach, aber naja, was soll's. Ja, okay, hätte ich jetzt näher rangehen müssen. Naja. Ich warte jetzt hier nur kurz den nächsten Angriff ab. Dann gehe ich mit ihm rüber, weil es ist ja blöd, die Bogenschützen ohne Nahkämpfer da stehen zu lassen.
Gut, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Runde schon diese Runde beendet haben. Wir retten ja jetzt einfach noch die hier. Und kümmern uns eventuell um die Banditen. Zahltag. Das Lager, was dort oben irgendwo irgendwie sein soll. Und ja, das war's ja dann eigentlich auch schon. Die Kathedrale zu bauen ist ja dann keine Schwierigkeit. So, erstmal eine Kirche. Feinde haben einen Held attackiert. Ah ja, jetzt haben wir. So, Dario, jetzt gehst du wie mal. Wie ihr wünscht, mein Herr. Schnell hier rüber. Wie ihr wünscht. Falls jemand kommt, greift er erst das Sägewerk an. Dann postieren wir die lieber erstmal hier hinten. Fertig. Falls es ungünstig laufen sollte. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nein, kannst du nicht. Ja, Schatzmeister, nicht mehr genügend Stein. Kannst du jetzt eigentlich auch hier oben Steine hacken gehen? Na gut. Und der Steinmetz macht dann erstmal hier unten den Rest. Dann müssen wir mal schauen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. Dario ist auch gleich da. Und dann sehen wir, was uns erwartet auf der anderen Seite. Wie ihr wünscht, mein Herr. Nochmal hallo. Obwohl, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Was natürlich bedeutet, dass wir einen kleinen Cliffhanger machen und das erst nächste Folge zeigen. Also nächste Folge geht's dann los und machen wir auch wahrscheinlich gleich die Runde zu Ende. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Also dann, bis zum nächsten Mal.